Ja, guten Morgen, liebe YouTuber. Jetzt habe ich da den Waagschein des Raps, den ich gestern abgeliefert habe. Das ist 10.800 Kilo bei nur 6,8% Feuchtigkeit. Der war recht trocken. Ne? Und das gibt einen Ertrag von 37 Kilogramm pro Are. Geht für dieses Jahr nicht schlecht. Für ein normales Jahr war nur so lala. Wir sind erst zufrieden mit 40 oder mehr Kilo, am liebsten 50 Kilo die Hektare. Hier ein Blick auf mein Saatkartoffelfeld. Stauden vernichtet, sie sind schön braun. Einzig hier hat es nicht gut gewirkt. Und ich weiß auch warum. Da ist das Spritzmittel ist mir da ausgegangen, 20 Meter vor Ende des Feldes. Und ich habe Wasser nachgefüllt und habe gedacht, das reicht noch, was da noch im Tank ist. Es hat schon noch gebrannt, aber zu wenig. Ja. Da muss ich dann vielleicht nachher noch einmal nachhelfen. Wird sowieso sehr wahrscheinlich noch ein zweites Mal, muss da gespritzt werden. Die dürfen nicht wieder ausschlagen. Es ist wichtig, dass das Kraut vollständig vernichtet ist. Sonst können da wieder Viruskrankheiten übertragen werden durch Blattläuse. Jawohl. Und hier bin ich da in meinen Eiweißerbsen. Die sind eigentlich trocken, dreschreif. Die Körner sind hart. Aber die sind steinhart, die Körner. Ja, das geht jetzt noch. Aber ich habe da Ausschläge, Stauden, die da noch grün sind. Und das sind noch ziemlich viele. Und das gibt ein Problem beim Dreschen. Auf die kann ich nicht warten. Der Drescher, Mähdrescher hat Mühe, das zu dreschen. Und dann gibt es noch Trocknungskosten. Ja, wir werden sehen. Heute oder morgen ist ja so, ich denke sowieso nichts. Es wird zu wenig schön, auf 1 mm geregnet. Wir müssen schauen, ein heißer Tag wäre gut, um diese zu dreschen. Ich bin da übrigens in der Genossenschaft Koppigen. Da habe ich da meine zwei ersten Wagen geleert und muss schnell nach Hause fahren. Da ist noch ein dritter. Der ist leider nur nicht mal halb voll geworden. Und auf 3 Hektaren hat der voll sein sollen. Also auch beim Bauerhause ganz sicher weniger Getreideertrag. Wollen wir mal schauen, wie hoch das wir kommen werden. Die Annahme in Kopfigen.